Liebe Leute, fragt mich nicht wieso, aber der italienische Antipasto, den wir jetzt machen, der ist total fein und irgendwie hier gar noch nicht so bekannt. Das ändern wir jetzt. Es gibt Peperoni alla Mollica. Ich habe das Gericht als Kind einfach geliebt. Es sind grundsätzlich Peperoni, die gebacken werden im Ofen mit Olivenöl, Kapern und anderen Sachen. Und vor allem eben auch mit Paniermehl. Und das gibt ganz eine spezielle Konsistenz. Die Farbe der Peperoni ist eigentlich total egal. Wichtig ist aber natürlich, dass sie zuerst ausgehöhlt werden, entkernt werden. Dann werden die Peperoni grobe Streifen geschnitten und in die Form hineingelegt. Dann kommen Olivenöl, gepresster Knoblauch, Kapern dazu, Salz, Pfeffer, alles wird gut vermengt und dann schon mal gebacken. Und zwar bei 180 Grad, etwa 25 Minuten. Als nächstes kommt das Paniermehl zum Einsatz. Ich nehme das mal fertig aus dem Supermarkt. Wenn das Brötchen schon genug getrocknet wäre, hätte ich das jetzt auch einfach im Mixer zu Paniermehl mahlen und es so brauchen. Zu unseren Peperoni kommen jetzt 3/4 vom Paniermehl. Und der frische Basilikum. Alles wird gut miteinander vermischt und noch einmal 20 Minuten gebacken. Dann kommt der Rest des Paniermehls, die oberste auf Peperoni drauf und wird bei 200 Grad noch einmal 10 Minuten gebacken. Der letzte Viertel des Paniermehls habe ich übrigens drauf, weil der Rest des Paniermehls recht weich wird. Dann bleibt es noch etwas knusprig obendran. Das schmeckt für mich so richtig. Nach Sommer und Italianità übrigens auch ganz etwas Tolles zum Servieren zu einer Grillade. Ich freue mich jetzt aufs Essen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.